Hallo zusammen, willkommen auf dem Kindersport-Channel des TV Jan und Rainer. Heute haben wir für euch ein tolles Spielchen vorbereitet, und zwar das Würfelspiel. Was ihr dazu braucht, ist ein Würfel. Den findet ihr zu Hause in jedem Brettspielchen. So ein kleiner ist das hier. Damit ihr gleich sehen könnt, welche Zahlen ich euch zeige, habe ich hier heute einen großen Schaumstoffwürfel. Und ich erkläre euch gleich, welche Übungen wir machen, wenn wir würfeln. Das heißt, wir haben 6 Seiten, also auch 6 Übungen, die wir euch einmal erklären. Gut, das ganze Spiel ist wirklich sehr, sehr simpel. Ihr macht euch vorher natürlich ein bisschen warm. Es wäre am besten so, dass ihr mal im Garten ein paar Runden lauft oder zu Hause ein paar Hampelmänner macht. Der Hampelmann ist nämlich auch direkt schon unsere erste Übung, die wir bei der 1 machen. Der Hampelmann geht folgendermaßen: geschlossene Position, offene Position, sind die Arme oben und die Beine breit auseinander. Geschlossene Position, offene Position und das Ganze so weiter. Ja, das passiert, wenn wir eine 1 würfeln. Ja, bei der 2 machen wir einen sogenannten Plank. Der Plank, dafür habe ich jetzt hier mal eine Matte liegen, ist so: ihr stützt euch mit dem Unterarm auf, unterhalb eurer Schulter, gerader Rücken, die Fußspitzen abgespreizt und hinten in den Boden reingedrückt und das Ganze dann einmal halten. Der Kopf ist parallel und ihr guckt auf den Boden. Das Ganze dann einfach halten. Bei der 3 machen wir die sogenannte Kerze. Auch hier gehen wir wieder auf die Matte. Ich mache euch das mal wieder vor. Und zwar bei der Kerze heben wir die Beine an, sodass wir einen rechten Winkel bilden. Hier. Und das Ganze könnt ihr entweder gerne mal halten oder dann einfach runter bewegen und wieder hoch. Wenn wir eine 4 würfeln, wo ist sie denn? Da ist die 4. Wenn wir eine 4 würfeln, dann rudern wir. Wie sieht das Rudern aus? Auch dafür müssen wir wieder auf den Boden gehen. Also sucht euch zu Hause eine Matte oder eine Decke, die sich auf jeden Fall für euch angenehm anfühlt, sodass ihr nicht euch unbedingt auf den harten Boden legt. Also rudern sieht so aus. Wir legen uns flach auf den Boden, die Arme nach vorne und die Beine hinten auch lang. Fußspitzen dürft ihr gerne aufstellen, wenn ihr mögt. Wir lassen die Arme vom Boden weg und rudern, indem wir den Kopf anheben, die Arme 90 Grad Winkel nach hinten ziehen und wieder nach vorne strecken. Heben und wieder strecken. Das ist Rudern, wenn wir die 4 würfeln. Bei der 5 trainieren wir ein bisschen unsere Balance, indem wir uns auf unser Bein stellen. Ihr dürft ja auch suchen, ob rechts oder links. Vielleicht nutzt ihr genau das Bein, wo ihr merkt, okay, da bin ich noch nicht so ganz stabil, um halt ein bisschen zu trainieren. Last but not least, die 6. Wenn wir die 6 würfeln, dann ziehen wir einmal die Knie ein. Ja? Das nennt man auch das sogenannte Skipping. Das heißt, wir laufen und ziehen die Knie dabei die ganze Zeit ein, und die Arme dabei durchschieben, indem die Knie die ganze Zeit wirklich schön hochziehen, nicht unten lassen und immer hier auf Hüfthöhe. Das Ganze läuft so, dass wir diese Übungen, wenn wir gewürfelt haben, 30 Sekunden machen. Ihr könnt euch zu Hause einen Timer stellen, sei es die Eieruhr aus der Küche oder mit dem Handy eurer Eltern einen Timer einfach einstellen, 30 Sekunden die Übung machen und dann schnappt euch wieder den Würfel, würfelt, macht die Übung, 30 Sekunden, nächste Übung. Das ist das Spiel und wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Wenn die Musik startet, fange ich an hier zu würfeln und wir machen die Übung dann einfach mal zusammen. Ich gucke schon mal und wir würfeln. Okay, es ist eine 5 geworden.
Die 5 ist der einbeinige Stand. 30 Sekunden das Ganze halten. Schön das Bein oben halten. Wenn ihr ein bisschen ausgleichen könnt mit den Armen, ist das auch kein Problem. Versucht, die Balance zu halten. Noch 3, 2, 1 und absetzen. Okay, wir würfeln. Das ist jetzt der Timer, der im Hintergrund läuft. Nächste Zahl. Die 3. Bei der 3, die Kerze. Wir gehen auf den Boden. Auf den Rücken legen und die Beine zur Decke. Unterer Rücken bleibt auf dem Boden liegen. Ich mache das jetzt mal mit Anheben. Schön die Spannung halten. Noch 4, 3, 2, 1. Alles klar, super macht ihr das. Wir würfeln noch einmal. Mal schauen, was jetzt rauskommt. Die 1. Das heißt, 30 Sekunden Hampelmänner. Auf geht's. Schön die Arme nach oben. Und die Beine breit. Komm, durchziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Okay. Natürlich auch mal aufpassen, dass eure Matten sicher liegen. Und ihr nicht darauf ausrutscht. Die 6. Die 6 waren Knie anziehen oder auch Skipping genannt. Wir starten. Auf geht's. Ihr macht das gut. Weiter die Knie anziehen, weiter nach oben. Ja, noch 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Wir würfeln. Das war nicht richtig gewürfelt, aber die 3 ist es geworden. Also machen wir nochmal die Kerze. Ist sehr gut für unseren Bauch, beziehungsweise auch für unsere Rumpfmuskulatur. Das kann durchaus mal bei dem Spiel übrigens passieren, dass ihr die Übungen mehrfach hintereinander machen müsst. Das ist auch so ein bisschen das Lustige an dem Spiel. Okay, jetzt halte ich mal die Beine 30 Sekunden lang oben. Jetzt ist unsere Musik ausgegangen, aber das macht nichts. Wir machen weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Und du darfst deine Beine absetzen. Okay. Habt ihr noch Kraft und Ausdauer? Super. Wir schauen mal, was der Würfel uns jetzt so zeigt. 5. Das ist der einbeinige Stand. Ich nehme jetzt mein linkes Bein, rechtes Bein anziehen und auf geht's. Jetzt haben wir wieder Musik. Kleiner Tipp, Sport macht immer mehr Spaß, wenn wir auch dabei Musik haben. Also nimm zu Hause die Stereoanlage, euren MP3-Player, euer Handy, die Boombox und macht euch Musik zum Sport an. Noch 3, 2, 1.
Abseits und Abseits. Wir würfeln noch einmal. Jetzt runter ganz weit. Aber wir haben die zwei. Die letzte Übung, die wir tatsächlich noch nicht hatten, und zwar den Plank. Wir gehen wieder runter. Fußspitzen. In den Boden drücken hier die Fußspitzen. Arme runter die Schulter. Hier ist der Ellbogen, da ist das Schultergelenk. Aufsetzen und einfach mal halten. Bauchnabel nach innen ziehen. Der Kopf nicht hängen lassen, nicht nach oben, einfach gerade lassen. Blick zur Matte bzw. zum Boden. Ich guck mal gerade. Wir müssen noch ein bisschen. Aber das ist gut. Wir halten das jetzt noch auf. Eins, zwei und absetzen. Okay. Das ist unser Würfelspiel. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, beziehungsweise ihr habt dabei zu Hause, wenn ihr es durchführt, auch genauso viel Spaß wie wir dabei. Zeigt uns eure Würfelspiele, indem ihr sie uns zuschickt an den TV Jan Reine per E-Mail oder verlinkt uns auf Instagram und auf Facebook. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ciao.